Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und wir sind im Bobbejaanland in Belgien. Wir gehen jetzt erstmal auf Klo. Wir haben eine sehr lange Anreise hinter uns mit sehr vielen Staus. Habt ihr im Daily Vlog, werdet ihr im Daily Vlog noch sehen. Und was wollte ich sagen? Genau, wenn ihr wissen wollt, was es genau für Attraktionen hier gibt und was für Größenbeschränkungen da eingehalten werden müssen, das ist ja für viele sehr wichtig und interessant. Dazu gibt es eine extra separate Parkvorstellung. Das ist ein richtiger Party-Papierspender. So, normalerweise, entweder war das unser Erstbesuch oder wir waren mit Leuten hier, deren Erstbesuch das war. Und wir sind immer rein und dann rechts rum. Jetzt sind wir erstmal links rum gegangen und fangen direkt mit El Paso Special an. Also sind wir jetzt gerade gefahren. Mack Rides, Dark Ride, interaktiver Dark Ride. Bisschen in die Jahre gekommen. Ich finde es halt immer doof bei Interaktiven, dass du halt nicht siehst, was passiert, wenn du nicht was triffst. Und bei dir war die Knifte kaputt, bei mir war das Zielen jetzt auch nicht so geil, keine Ahnung. Das Ding hat über 1 Million Euro gekostet. Naja, weiteres. Das ist auch richtig, das ist sehr alt. Gegenüber steht ein weiteres Mack-Produkt und zwar der Bob Express Mack Rides Powered Coaster. Den fahren wir jetzt. Und das Ganze ist hier nochmal gepaart mit einem Lokflume. Der ist aber außer Betrieb, ist auch ein Schild vor, dass er nicht fahren wird, wären wir auch nicht gefahren. Aber es ist eine ganz coole Sache, wenn Achterbahn, Wasserbahn interagieren. Und gab es auch viele alte Konzepte vom Mack Rides, so was gezeigt wurde. Ihr kennt es eventuell aus dem Plopsaland de Pane, auch hier in Belgien. Da ist ja auch Mack Rides Lokflume, Mack Rides Powered Coaster. Und hier integriert es auch, ist hier nur nicht so schön thematisiert, aber trotzdem cooler Ride. Auf geht's! Was wir jetzt auch nicht machen, ich weiß gar nicht, ob es aufhört, weil da auch keiner rauskommt, logischerweise. Indiana River. Indoor Lokflume. Wirklich, wirklich gut. Richtig geile Bahn, aber nass des Todes. Wirklich, also da musst du mit dem Leben abgeschlossen haben, bevor du da reingehst, weil du wirst bis zum Ende nicht mehr trocken. Ist jetzt hier umgebaut, dass man hier nicht mehr vorbeigehen kann? Hä? Also normalerweise konnte man hier lang gehen, aber jetzt ist da einfach ein Tor gesetzt worden. Jetzt muss man hier unten lang gehen an diesem Coca-Cola Beach. Hä? Solltet ihr jetzt schon im Hintergrund Geräusche wahrgenommen haben, die euch ermuten lassen, dass hier ein Hus Topspin steht, liegt ihr falsch. Das ist hier ein kleiner Trick, eine kleine Verarsche. Nein, ich weiß nicht, was das ist. Maurer Spinning Coaster, der klingt so. Das ist übrigens in Fankreisen auch Blockbremse the Ride genannt. Da kommen wir gleich zum, was ist bitte mit Dreamcatcher passiert? Warum ist der komplett schwarz? Tja, der hat den Albtraum gecatcht. Hä? Aber ich habe irgendwas nicht mitbekommen. Ups. Aber gut, das oder wie es jetzt heißen mag, ist ja auch komplett schwarz. Bloß war halt nicht mal gelb. Und hat mal Fluchtzeuge drunter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es irgendwie neu thematisieren. Aber so wie das jetzt aussieht, sieht das aus wie eine Bahn, wo eine Halle drum gehören würde. Ist nur doof, weil da Wasser drunter ist. Und ja. Das ist etwas traurig, aber das ist schon cool. Außer das Vieh ist da vorne drauf. Und dass auch der Kohleautomat da oben ist. Was ist da sonst? Weiß man nicht. Kann man jetzt von halten, was man will, aber ich finde, das ist ein cooles Product Placement. Es ist nicht einfach der Stumpf, der Coca-Cola-Schirm, der irgendwo steht. Und ja gut, das Indiana River ist jetzt dahinter ein bisschen doof. Ihr könnt euch auch natürlich auch vorstellen, bei schönem Wetter sieht das hier grandios aus. Und wenn wir schon bei irgendwelchen Sachen zum Bobbejaanland sind, hier gibt es eine Schallschutzwand direkt an der Bahn, an der Achterbahn, an Okidoki, Vekoma Junior Coaster, weil da Leute wohnen und denen das ein bisschen zu laut ist und der First Drop hat halt diese futuristische Schallschutzwand aus Holz. Und irgendwann kommt auch der First Drop, da, also da, da ist er. Okidoki, ja, machen wir, oder? Die Q-Line direkt. Ja, es wird sehr gut. Gehen schon wieder einfach lang, ohne dass sie es wollen. Deswegen ist auch die höchste Wartezeit des Tages bei Okidoki wahrscheinlich, weil hier alle versehentlich reinlaufen, weil du sonst nicht weiterkommst. Du kommst sonst nicht raus aus dem vom Weg. Auch geil ist, ich habe jetzt einen Junior Coaster, das ist jetzt sehr überschaubar eigentlich.
Heute wahrscheinlich nicht, aber grundlegend gibt es sogar zwei Züge. Das war mal komplett eingehaust, das war halt ein schönes Schlusselement. So, Dreamcatcher gefahren. Vekoma Suspended Swing Coaster. Der Family Suspended Coaster ist so gut. Die sind so geil. Dass man so angefangen hat, ist unfassbar. Das ist so, als ob die einfach nur ein paar Rohre hatten und mit dem Hammer drauf geklopft haben, bis das irgendwie eine Achterbahnschiene ergeben hat. Ja. Zum Monorail fahren? Ja, aber noch nicht. Und fahren erstmal Achterbahn, bevor wir Monorail fahren. Aber hässlich wie die Nacht, ne? Hat sehr abgebaut, die Bahn. Wie gesagt, der Tunnel fehlt. Und ganz, ganz, ganz früher, da war ich noch nicht mehr hier, da gab es noch Flugzeuge drauf. Jetzt haben wir aber noch eine Achterbahn. Ich glaube, ein Mack-Produkt. Wilde Maus. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Mack-Bahn ist. Das war mal eine Doppelanlage und die andere Seite ist nach Madrid gegangen. Wer unser Video zum Parc de Attracciones in Madrid gesehen hat oder zu den Abfertigungsfails, weiß, dass die geisteskrank sind da, was die Abfertigung angeht. Müsst ihr euch angucken. Und was wir nicht fahren werden, ist El Rio. Denn El Rio ist ein Hafema Rafting. Ist cool, also wirklich geil gemacht, schön gemacht, hat auch diesen Strudel und diese Abfahrt ja dann. Ist halt ein Hafema-Rafting, was dementsprechend nass ist und das... Hast du neu gemacht? Das sieht schick aus, der Santa Fe, ne? Irgendwas stand da vorne mit Santa Fe. Jetzt haben wir die Tretbahn nicht gefilmt. Aber wir machen ja auch die Videorunde. Das habe ich vergessen. Ja, bis jetzt haben wir alles drauf gehabt, wo wir vorbeigelaufen sind. Videorunde kommt ja noch. So Riesenrad fährt glaube ich auch nicht. Aber wir gehen mal zum Speedy Bob, oder? Ja. Oder möchtest du das skippen? Was? Oder möchtest du das skippen? Nö. Okay. Okay, wir fahren doch nicht Speedy Bob. Q-Line steht gerade verhältnismäßig relativ voll. Und es fahren echt Leute Rafting, ne? Ja. Ich hätte das Ding mal zugelassen. Ganz ehrlich. Teuer, ne? Ja, das ist schweineteuer im Betrieb. Und jetzt will der Maus jetzt nicht so das Ding nehmen. Shit. Ja, gehen wir lieber noch mal weiter und haben vielleicht hinten raus mehr Zeit zum Filmen oder sonst irgendwas. Das ist jetzt kein Spaß. Die Firma Hus Rides hat hier mal eine Attraktion hingestellt. Das letzte Mal bin ich die gefahren, 2009 glaube ich. Es wird Zeit, dass wir noch mal da einsteigen. Vialand in Istanbul, die haben auch so einen, den wir schon mal live gesehen haben. Sonst, irgendwann, das war auch noch mal einer. So. Hä? Sind die das gefahren, wo die das gekauft haben? Weiß ich nicht. Wow.
ja, das war's. Das ist ganz gut. So, wir sind jetzt neben King Kong direkt in die Halle gegangen und Banana Battle ist das Splash Battle hier, das ist aus, zu Recht. Und jetzt stehen wir bei Revolution an. Mount Mara, also Mount Mara steht noch dran, dass es das gibt, aber irgendwie auch nicht. Ich verstehe es nicht so ganz. Also theoretisch bei Revolution links und Mount Mara rechts. Es gehen alle rechts. Wahrscheinlich ist es aber auch links zu. Ja, wahrscheinlich. Und es wird kein VR angeboten, weil ich fand es auch nicht so gut. Da bist du ja die ganze Zeit im Kreis um einen Berg oder um einen Vulkan in einem Quad hochgefahren und dann abgestürzt und dann ist die Fahrt vorbei. Wer die Bahn kennt, weiß, dass es halt Sinn macht, wenn du das so im Film... Ja. Aber sehr, sehr, sehr coole Achterbahn. Vekoma MK700, glaube ich. Mit dem längsten Zug der Welt, glaube ich. Längsten Achterbahnzug der Welt. Ja, erstmal waren einmal hinter ihren Weg gestellt. Und ja, Indoor-Attraktion. Es regnet die ganze Zeit durchgehend. Bedeutet, es ist jetzt hier natürlich auch eine Warteschlange. Aber wir stellen uns jetzt an, weil es sehr, sehr coole Attraktion. Und der Junge vor mir denkt wirklich, wenn er mich anwinkt, kommt er ins Video. Geil finde ich, dass sie hier die alten Rollen, Achterbahnräder, ins Regal packen als Thematisierung. Und ihr hört die Bahn schon rumpeln, wir fahren jetzt mal eine Runde. Ja, danke. So, Revolution gefahren, immer noch richtig Kracherkiste, super cool und mit etwas Mitteln halt gemacht, ne? Also du könntest ja, wenn du wolltest, das ja richtig heftig machen. Und jetzt hier dieser Schwimmbadhalle vom Banana Splash. Normalerweise, wenn das Ding läuft, riecht sie auch noch voll nach Chlor drin, dass man es noch mehr schwimmbad. War immer so eine Fritteur mit dem üblichen Mist, den du essen konntest. Jetzt ist hier franchise-mäßig Domino's Pizza mit drin. Aber du kriegst natürlich auch belgische Kaltgetränke. Juppala. Und wir trinken mal eben was, weil es ist stark am Regnen, aber es wird sich auch nicht beändern. Und es hat aufgehört auf dem Weg hierhin. Hinter Eindhoven hat es aufgehört und auf dem Parkplatz hat es wieder angefangen. Naja. Aber wir wussten ja auch, dass das Wetter jetzt nicht so schön wird. Versuchen wir das Beste weiterhin draus zu machen und bis jetzt läuft's. Wir gehen jetzt gleich in einen Immersive Tunnel, nachdem man Movie Park Germany, der ja auch zu Parkes Reunidos Gruppe gehört, so wie dieser Freizeitpark hier, den Immersive Tunnel oder das Tempel gebaut hat, hat man glaube ich ein oder zwei Jahre später das Ding hier gemacht, irgendwas mit Cave, Forbidden Cave, Forbidden Cave, hat da aber dann die Q-Line ein bisschen abweg gespart. Also ist auch gut geworden, aber wir gucken uns das jetzt gleich nochmal zusammen an. Ich weiß nicht mehr genau, also ich habe es jetzt schlechter in Erinnerung. Warum hat er seinen Motorradhelm dabei? Unklar. Das ist nicht nur unklar, es ist auch unpraktisch. Du nimmst ja halt einen Spind dann, ne? Oder schließt den in deinem Motorrad ein, was ja normalerweise geht. Vielleicht kommt er auch mit dem Roller. Aber dann würde ich auch keine Jeans tragen bei dem Wetter. Egal. Schwer zu sehen, weil jetzt gerade sich alle da vorstellen lassen, warum auch immer. Aber ihr kennt diese gelben, Achtung, Rutschgefahrschilder. Die müssten eigentlich komplett diesen ganzen Park heute aufgestellt sein, weil hier alles sehr glatt ist. Aber jetzt seht ihr es vielleicht nochmal. Dezent und unauffällig. Gerade kam eine Omi mit dem Kinderwagen, fährt das Ding um und fährt da drüber und bleibt da drüber drauf stehen oder stecken und schleift das über den Boden. Es ist natürlich sehr unauffällig. Ja, da haben wir euch jetzt die ganze Zeit einen über The Forbidden Caves erzählt. Jetzt kommen wir raus. Guck dir die Scheiße an. Haben die halt keine Lust mehr oder was? Na okay. Man kann auf jeden Fall sagen, es gibt darin keine Achterbahn, es gibt darin keine Wasserbahn, aber es gibt darin gigantische Spinnen, die so groß sind wie Achterbahnen. Eigentlich ist das so, Achterbahnen sind verboten. Ja. Wasserbahnen sind verboten, Spinnen sind erlaubt. Ihr dürft keine Achterbahn mit reinbringen. Tja. Paw Patrol. Lizenzen gehen hier klar, weil die Lizenzen hat die Parkes Reunidos Gruppe inne. Was? Ja, dann. Das war's schon dein Shoppen? Ja, weil hier ist nichts, was man shoppen kann, außer Lizenzzeugs.
So, der Maurer Ride Spinning Coaster Nugget Bay gefahren, nochmal abgehakt. Ich fand es als Diss ein bisschen schöner, wo dann einfach so random ein paar bunte Farben dran waren. Das hat jetzt nicht viel Sinn gemacht, aber das Nugget Bay macht noch weniger Sinn, es ist auch wieder einfach nur schwarz. Und jetzt die aktuell noch neueste Achterbahn im Park ist Fury. Und haben wir euch auch schon mal hier auf dem Kanal natürlich vorgestellt. Infinity Coaster von Gerstlauer. Ziemlich cool, Pendel Lounge, Inversionen. Ja, das volle Programm. Und hier ist der Eingang, nicht da, wo die alle hingehen, weil es regnet. Es gibt auch eine Besonderheit, und zwar die Richtung. Geändert. Okay, es wurde geändert. Interessant. Ich wollte mich gerade noch sagen, es gibt eine Besonderheit, und bei Besonderheiten ist aber die Frage, wie lange diese Besonderheiten bleiben. Und ja, scheinbar ist es jetzt weg. Vorher konnte man im Zug abstimmen, ob man vorwärts oder rückwärts die ganze Fahrt macht. Ja. Ist nicht mitgerechnet. Das wusste ich nicht. Ja, man konnte im Zug auf den Knopf drücken, auf seinem Bügel, und dann hat die Mehrheit des Zuges entschieden, ob man vorwärts oder rückwärts gelauncht wird und die ganze Strecke vorwärts oder rückwärts fährt, logischerweise. Jetzt muss man sich für eine Seite entscheiden, aber bis jetzt sieht es nicht so aus, als ob es ein Links und ein Rechts gibt. Schauen wir mal. So, Fury, Heidewitzka, aber gute Bahn noch. Ja, aber also die ist ja schon lange eine gute Bahn. Typhoon ist auch gar nicht so schlimm. Ebenfalls Gerstlauer. Das ist der Unterschied. Das ist ein Eurofighter, das andere ist ein Infinity Coaster. Findet selbst den Unterschied, außer bei den Zügen und teilweise beim Schienenprofil. Eurofighter gibt es auch mit 3-Gurt-Schiene. Fahren wir jetzt als nächstes noch. Boah, Bobbianland, Alter. Der nächste Weg, der umgebaut wurde. Normalerweise ist man ja vorne vor der Station reingegangen. Jetzt musst du einmal hier außen rumlaufen, um die ganze Bahn drumherum, damit du da reinkommst. Sehr, sehr clever. Und du hast auch keine Möglichkeit, daran vorbeizugehen und dann bis zum Eingang vorne zu gehen. Bisschen unausgewogen, die beiden Frillbahnen hier auf einem Haufen und der Rest ein bisschen verteilt. Eventuell, wir haben jetzt 14:45. Wir waren um 22:30 hier und es regnet ja durchgehend und es sieht halt nicht schön aus. Wir wollten ja einfach noch ein paar Aufnahmen haben. Wir überlegen aber, ob wir dann gleich nach Hause fahren und nochmals für Offroad wiederkommen, wenn die Sonne safe scheint und gutes Wetter ist. Das kann man ja machen. Aber jetzt erst noch Typhoon fahren. Ich weiß nicht, ob man das sieht. In diesem Fass ist so ein Hasengitter vor, Hasendraht, haben wir schon. Wie nennt man das? Hasendraht, oder? Ja. Hasendraht. Kaninchendraht. Hasendraht. Ist davor. Ich vermute mal, dass man da mit etwas unterbinden möchte, und zwar die Müllweitwurf-Weltmeisterschaften in dieses Ding da rein. Ich bin jetzt gerade auch noch Typhoon gefahren. Die Dame neben mir hat freiwillig darauf verzichtet und hat gesagt, fahr du mal. Das war heute auf jeden Fall die bessere Entscheidung.
Jetzt gerade kommt an ein paar Stellen die Sonne raus. Himmel sieht kacke aus, es ist alles immer noch so. Und wir tendieren dazu, bei schönem Sommerwetter wieder zu kommen und noch ein paar Aufnahmen zu machen. Das Ding ist nämlich, das ist auch so eine Frage an euch ein bisschen, weil das Problem ist immer, das, was am lautesten gerufen und eingefordert wird an Videos, ist am Ende immer das, was am wenigsten geguckt wird. Das ist eine Krux. Das ist nicht so gut. Was viele sich, glaube ich, wünschen, was ich mal mitgekriegt habe, ist, dass wir bei der Parkvorstellung, wenn wir alle Attraktionen zeigen, dass ihr auch die Größenbeschränkungen mitbekommt. Alters- und Größenbeschränkungen. Was darf ich ab welcher Körpergröße denn so alles machen? Ist das wirklich so? Braucht ihr das? Wollt ihr Körpergrößen und Altersbeschränkungen in Parkvorstellungen haben? Das sind diese. Davon gibt es jetzt zwei neue. Das ist so quasi der alte Parkcheck neu aufgelegt. Gibt auch eine Playlist dazu, direkt auf dem Kanal, wenn ihr drauf geht. Animal Kingdom, Warren Bush Gardens, Tampa sind schon online. Ich weiß nicht, was dann. Nee, mehr kommt nicht online, bis ihr den Blog hier seht. Ja, aber gibt es dafür einen Bedarf? Wenn ja, schreibt das gerne mal in die Kommentare, dann machen wir das auch. Und ja, dafür werden dann halt auch die weiteren Aufnahmen, die wir machen wollen würden. Wir werden jetzt aber noch mal zur Monorail gehen und eine Runde mit der Monorail fahren, super Aufnahmen, damit wir das jetzt im Kasten haben. Wer weiß, vielleicht ist nämlich dann beim nächsten Mal auch zu, so wie der Logflume und Forbidden Caves zum Beispiel. Das wäre ja nicht so schön. Und ich frage mich immer noch, was Hussi ich mit King Kong gedacht hat. Lars, schreib mal. Aber guck mal, jetzt ist das Coffee-Ding auf, das war eben zu. Okay, das war eben auch auf. Deswegen habe ich es nicht gesehen. Ja, aber Riesenrad ist auch zu. Na, das auf dem Dienstag. Genau. So, Riesenrad-Dienstag, den kennt man doch. Hier in der Westernstadt-Station von der Monorail kannst du nicht nur einfach in die Schiene der Monorail fallen oder reingehen, sondern hier gibt es auch noch eine ganz große Fensterzeile mit ja, ein bisschen so museumsmäßig und mit Modellen von Attraktionen. Sehr geiles Revolution-Modell, Modell von der Wilden Maus. Es gibt auch noch alte Bilder, da seht ihr zum Beispiel auch von der Firma Rafting den Drop-Track, den es mal gab, der da relativ schnell wieder weggekommen ist. Was habe ich gerade noch gesehen? Genau, die Flugzeuge, die bei Dreamcatcher mal dran waren, als aber nicht Dreamcatcher waren. Und sonst auch sehr coole, sehr spannende Sachen. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Wir steigen deswegen auch hier ein, damit wir beim Rausgehen an allen noch mal vorbeigehen können. Ja, und jetzt zieht es halt auch wieder zu. Das wird jetzt wieder unschön, das Wetter. Wir kommen noch mal wieder für schöne, sonnige Aufnahmen. Das kann man ja mal spontan machen. So wie Moviepark Germany auch im Bobbianland gibt es jetzt Coca-Cola Freestyle. Und ich finde es so, wie den Schaum abstreichen, dann ist schon wieder schlecht. Und wegkippen. Oh Mann. Okay, aber lieber so als Moviepark. Halb leer. Ja, oder halb leer. Richtig. Weil wir wollten uns jetzt das Santa Fe hier noch angucken. Das ist neu, Dominos ist neu, Santa Fe ist neu. Hier kriegst du halt nur den Burgerkram, was vorher dann halt, glaube ich, in diesem Bananading drin war. Das ist einfach nur hier hingezogen. Und wir wollten Probe sitzen draußen in diesen Zügen. Wie ist sie denn unten gekommen, wenn es unten abgesperrt ist? Tja. Mikrowelle hast du immer. Ja, aber wie sie da steht. Ja, das ist so. Das hat ihr noch nicht gedacht. Dreckskind. Ich habe mich jetzt noch mal auf die Wilde Maus gesetzt. Ich hatte keine Lust, Quatsch zu machen. Aber jetzt gerade auch Walk-On. Allgemein war heute überall Walk-On. Wir haben so 25 Minuten bei Fury gewartet und 10 Minuten bei Revolution. Ansonsten war hier wirklich komplett durchlatschen überall. Maximal einen Zug warten und dann war auch gut. Trotzdem ist der Park relativ gut besucht. Viele Kids hier, aber auch Families und so. Trotz des miesen Wetters unter der Woche. Aber dies passt schon. So, wie ihr seht, das Wetter ist nicht besser geworden. Also ist das auch ein guter Plan gewesen, dass wir nochmal wiederkommen für Außenaufnahmen. Eine der Freestyle-Automaten-Stationen ist übrigens auch direkt hier, falls ihr die suchen solltet. Und wir sind jetzt auch durch. Der Park macht in einer Stunde aber auch zu. Hallo!
Da haben die schon angekommen. Mist. 55 Minuten noch, bis der Park zumacht. Es wird jetzt auch langsam alles mal zugemacht. So Attraktionsschluss, King Kong gerade zugemacht. Ist auch absolut richtig so betriebswirtschaftlich. Bah, das ist dieser Siphon, den sie eben tausendmal in die Pfütze gedunkt haben. Genau, ihr seid die Ekligen. Und betriebswirtschaftlich musst du das halt auch machen. Du kannst jetzt nicht alles bis 17 Uhr hier laufen lassen. Das ist kein Mensch mehr hier, das ist totaler Quatsch. Und wir kommen wieder für ein paar schöne Aufnahmen, dann seht ihr ein paar andere Videos. Ob das, was ich eben gesagt habe, entscheidet ihr. Ja, schöner Park. Also ich mag das Bobbianland. Keine Ahnung warum. Aber es ist ein cooles Portfolio an Attraktionen. Hast du nichts falsch, wenn du hier hinkommst, finde ich. Kannst du die gute Zeit haben. Musst du jetzt nicht immer haben. Aber ab und zu mal. Also, ja. Also das ist schon, je nachdem wie weit du fahren musst. Ne? Aber wenn ihr irgendwie weiterfahren müsst, und das kann man halt super mit super vielen Sachen kombinieren. Ne? Mal gucken, was jetzt noch am Ausgang erwartet. Spätestens dann sage ich tschüss. Nur fürs Protokoll, ich glaube, das ist neu. The Wonder Garden. Aber es geht auch hier rein in die Gastro, die auch dazu gehört. Das macht doch keinen Sinn. Dann war es das jetzt mit unserem Bobbianland-Besuch. Ja, da hinten klart es auf, wie du gesagt hast, ab 17 Uhr. Da ist ja der Herr Bobbian. Also Bobbian war der Vorname. Ja. Das war jetzt dumm. Ja. Da reden wir ein andermal drüber. Wir packen's, wir sind raus. Ihr seid die coolsten. Eure Uschi, euer Bro, Respect Me Video Magazin.